Balai. Marmelade schön. Huh? Trude. Oh. 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 Mila lilotiotu. Mile. Mila. Miloke. Tuesday. Las gatos lain lagi tu malofab diusin. Lulifiar. Garangolm. Me lo che se non quiere. Ah, Lude. Spodelej Kidasuto. Kamula Limeoiga. Le latte. Nato Bahari. Dutude Kyutulo Ailades. Kizalashi. Emikra. Levia. Edofar Vemoy. Garangolm. Los Latokinyuku. Ega. Navigalista. Tiana Torisose Bichelacci. Akurotiu etugala. Danamimo Miroketo Solis Tulula. Grantzdo e Mikura Fiade. Alok! Lomedal. Violene dolagile. Oslaito Tugarde Fiadel. Ojiroda, Zaregilado, Teradoeto Mora, Mereguto Goli, Modero Milosa, Magulilate, Taromeg, Dora Telo. Udari no Rada, Rokumyogi, Itazarus. Irimejiro, Miregudo Girado, Foromido, Irotosumo Barela, Udaruridaku, Lurigi Lamida, Lumodo, Orimuroji, Ligaradodo, Lamirasumi, Uredelida, Erabinori, Lusu. Morudiare, Tollemo, Boromir, Ragarumodora, Daruisa. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge von Monster Hunter Rise Sunbreak. Warum hast du das Lebensstopp direkt mitgenommen? Weil ich nicht dran gedacht habe. Ja, du hast ja eh keinen Großraum mehr drauf. Wir haben neue Rüstungen uns jetzt mal erfahren. Ich habe die Hermin Tower Rüstung an, auch wenn man es nicht sieht. Was ist denn das für ein Vieh? Keine Ahnung, deshalb töte ich das. Oh, hier liegt direkt eine Knallkröte. Gewandziegen. Das sind Ziegen? Ja, das sind Ziegen. Die sehen nicht aus wie Ziegen. Ich nehme mal den Schlammkäfer direkt mit. Wo sind das Ziegen? So, jetzt geht's diesen Affen an den Kragen. Dieser Schweif sieht aus, als ob man ihn abtrennen könnte. Viel Spaß dabei. Götterkäfer-Kopal und Bernstein-Kopal. Warte, ich hab Schlaf dabei. Lass ihn jetzt einpennen. Zum Erkunden ist ja wann anders Zeit. Oh, große Bestienträne. Schlaf mal eine Runde, Großer. Ja, mein Dicker, schlaf mal. Ich habe Golden Dicksaft bekommen. So, einfach mal dahin die Bomben. Ich wollte kurz fragen, wie du dazwischen gekommen bist. Ich bin da reingelaufen. Wie sonst? So, Schrapnell. So, Konterschuss. War schlaue Idee. Hilfe, da fliegen Steine. Fotos habe ich natürlich wahrscheinlich direkt eingeblendet, als wir hier ankamen. Der hat einen starken Schrei, wie es scheint. Der würde auch Ohrstöpsel nichts bringen. Der Schweif sieht aus, als könnte der irgendwas greifen. Wow, der sprengt sich selber in die Luft. Der bewegt sich, indem er seine Hand wegsprengt. Lass mich reiten zum Zeigen! Bin ich drauf. Ihr seht, was ich tue. Ich warte auf den perfekten Moment. Den mein Kollege, wir hoffentlich übrigt. Komm, mach den Rächer, dann habe ich ein schönes Bild. Ach, schade. Wieso sollte ich den Rächer machen, wenn ich dem Monster noch extra Schaden mache? Zumal ich die Wyvern-Ritt-Mission habe. Ich dachte, du willst mir ein schönes Foto gönnen. Nein. Aua. Ich würde gerne ein Foto davon haben, wie er den Stein hochwirft. Das wäre geil. Also die Arme, die kann man 100 Pro brechen. Wenn nicht, läuft was falsch in der Matrix. Der Garangolm. Das ist auch ein cooler Name. Jetzt mal ausprobieren, ob man den Schweif abtrennen kann, nachdem alles andere kaputt ist. Und der Schweif sieht definitiv aus, als könnte der noch irgendwas damit greifen. Garangolm Cortex, einen Hartreißzahn, Golem Dicksaft. Von dem würde ich mir gerne die Rüstung machen. Ein Foto habe ich übrigens schon verballert. Ich habe noch keins gemacht. Mal den Miefnerz einsammeln. Ich brauche ein paar Helferwesen. Die Musik zudem ist auch cool. Eine Böenkrabbe. Mal sehen, was kann man denn hier an Erz sammeln? Centuria-Erz. Erz aus der Zitadelle. Sammle ich irgendwann anders. Hilfe, da ist auf einmal so ein fetter Affe auf mir. Ich habe meine 3 Fotos gemacht. Ich habe noch keins gemacht. Wenn du keins machst, gewinne ich! Ja! Ich habe Fiora gerade gesprengt. Shulk wird böse auf mich sein. Oh, scheiße, davon hätte ich ein Foto machen müssen. Konnte leider kein Foto machen, weil er auf mich gecharged hat. Oder von diesem Sprung. Naja, ihr entscheidet ja, was wer dem Fotowettbewerb gewinnt. Jetzt wieder auf das Vieh konzentrieren am besten. Ich zumindest. Er muss sein Foto noch machen. Ich habe jetzt eins, das ist aber nicht gut. Das werde ich im wahrscheinlichsten Fall nicht benutzen. Ich habe meine 3 Versuche ja schon gemacht. Aua, warum immer Steine? Das ist doch ungesund. Meinst du, man kann Arme und Schultern getrennt brechen? Weil die so nach unterschiedlichen Körperteilen aussehen? Wie hat mich das verfehlt? Also das wäre halt so meine Vermutung. Kopf kann man brechen, Arme, eventuell Schultern und den Schweif entweder ab oder ab, zumindest so anknacksen. Ich würde vermuten, dass man den anknacksen kann. Weil der Schweif sieht aus, als könnte der damit noch irgendwas greifen. Und wenn man den komplett abbricht, verliert er seine Daseinsberechtigung. Wie kann eigentlich so ein riesiges Etwas so agil sein? Vor allen Dingen, wenn es auch noch so schwer aussieht. Frag mich nicht. Lenk den mal ein Stück hier in meine Richtung. Hier ist so eine Feuerbombe von unseren Katzen. Im Übrigen, wir haben unseren Katzen all diese Fähigkeiten geholt mittlerweile. Was macht der Barjoff hier? Der kommt auch gerade vorbei. Der wollte mitmischen. Das Geile ist, der hat sogar auch noch den Feuereffekt. Der muss zielgenau in unsere Bombe geflogen sein. Aua! Ja. Diese Splitter, die der große Stein macht, die können auch nochmal Schaden machen. Machen wir dich ein bisschen langsamer. Ich ziehe mal ein bisschen mehr auf den Kopf. Ich weiß nicht, wie gut du den treffen kannst. Der ist nochmal reitbar. Das lasse ich nicht zu, dass du dich da drauf setzt. Ich? Ja, und jetzt brauche ich mir nicht mehr Sorgen darüber machen, dass du dir irgendein geiles Foto davon ziehst. Ich habe schon ein gutes Foto, hoffentlich. Ich muss gucken, welches von beiden dreien ich nehme. Deine bisherigen sind ja ganz gut. Vor allen Dingen das von Daimyo finde ich gut. Ja, das fand ich auch gut. Bam. Da habe ich mich kaputt gelacht, als ich das Bild gesehen habe. Das musste sein. Ja! Da haben wahrscheinlich die Zuschauer auch dafür gestimmt, dass er da, das Bild gewonnen hat. Kann ich mir gut vorstellen. Bisher wissen wir es noch nicht, weil wir noch in einer Aufnahme zwischen, beziehungsweise in einer zweiten sind, aber bisher noch kein Part online ist. Wieso leuchtet der Baum? Er ist in dem Moment rausgeflogen. Ja, warum leuchtet der lila? Hier wurde vielleicht ein Fest veranstaltet. Und hier sind die kleinen Raptoren aus dem Video bei. Warte mal. Ich will wissen, was die sind. Einfach mal ein Foto von einem Liegenden machen und dann kann ich es mir gleich angucken. Boggis. Boggis? Boggi. Groß Boggi? So, jetzt habe ich nichts mehr an Sprengen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Baum versteckt eine Notiz, wenn wir den Baum kaputt bekommen irgendwie. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also, lila leuchtender Baum ist immer irgendwie verdächtig. Wir sind zum allerersten Mal in diesem Gebiet. Diesmal habe ich nichts verpennt. Zur Not könnte ich den ja einmal mit Weifermunition irgendwie sprengen. Müsste nur eine andere Waffe dafür nutzen. Weil meine jetzige die nicht nutzen kann. Ah, meine Katze kann Stolper-Schocker. Boggy-Balk. Ich finde es übrigens interessant, dass jetzt ein bisschen Meisterrang 3 einfach kein neues Vieh kam. Das haben wir euch nie vorenthalten. Das ist die dringende Quest gerade für Meisterrang 3. Ihr habt echt nichts verpasst. Wir haben nur Rüstungen gefarmt und dabei so gut wie meistens gar nicht geredet. Zumindest Kai nicht. Ja, ich rede generell nicht viel und wenn ich mich konzentriere, dann erst recht nicht. Ich hatte gerade kurz so die Idee, perforieren könnte was gegen den bringen. Ich musste erstmal schärfen, weil ich selbst mit grüner Schärfe bei dem noch abpralle. Das Problem habe ich nicht. Jetzt mich verkackeiern. Ich hatte gerade eine Knallkröte dahin gelegt. Komm hier. Aua. Ja, haben wir dem bisher überhaupt was gebrochen? Nicht, dass ich das gewusst und gesehen hätte. Dann wird meine Nebenquest dort aufpoppen sonst. Wir könnten ja bei dem Baum stehen. Ach, guck mal, der Baum lässt Gift fallen, wenn er getroffen wird. Ich sehe es auch gerade. Ich stand fast drin. Hast du mal auf, so durch die Gegend zu hüpfen? Wie soll man den da treffen? Geht mir langsam auf den Zeiger. So, die beste Munition, die ich noch habe, ist Schnitt. Hä? Wie ist brave der Katze! Der ja, der ist einfach rübergerutscht, offenbar. Das sah so dämlich aus. Wasserpestbombe. Ja, eine der Katzen will sich einschleimen. Unter der Brücke ist tatsächlich was. Da ist irgend so eine komische Kiste. Ich habe Geschirr gefunden zum Spülen. Jetzt sollst du Elementarpestfäuste wieder aktivieren. Hilfe! Der Junge kann was! Soll den Doppelhieb mit den Fäusten machen. Das war der Rücken. Du suchst immer noch das perfekte Foto, ne? Natürlich. Hast, glaube ich, nur noch eins dann wahrscheinlich, oder? Nee, ich meine, ich habe sogar noch zwei frei. Hast du immer noch keins gemacht? Nee. Ich stand gerade blöde. Er hat seine Doppelfaust-Kombo gemacht, aber ich stand genau hinter ihm, weil er auf dich gezielt hat damit. Hilfe, Steine! Aua, der hat mir eine Kopfnuss gegeben! Haha, verdient. Die hat er jetzt aber zum ersten Mal eingesetzt. Ich glaube, der rechte, die rechte Schulter ist kaputt. Also sind es die Schultern, die brechen können. Und wow. Warum habe ich kein Foto mehr? Das wäre ein perfektes Foto gewesen. Ich war zu langsam. Ich wollte den Vulkan fotografieren, auch wenn... Ich bin daran gestorben. Tja, schlecht gelaufen. Ich muss mich mal eben zurückziehen. Ich muss mal eben in meine Galerie gucken, wie viele Fotos ich vom Garangolm habe. Ich habe zwei jetzt. Eins habe ich noch. Der versucht, den Eingang zu verprügeln. Jetzt versucht er, mich zu verprügeln. Also für, der hält was aus. Mhm. Der ist nicht umsonst einer der drei Gebieter. Ja, mit dem Arseno werden wir ja den meisten Spaß haben. Ich bin ja gespannt, wann der Astalos kommt, weil den hätte ich früher erwartet. Ja, ich habe den auch wesentlich früher erwartet. Der kommt jetzt wahrscheinlich im G3er-Set kommt der. Und der andere Arm ist, glaube ich, hin. Ja. Der hat mal eben kurz in die Hände geklatscht. Es gibt so vieles, was man bei dem ein tolles Foto machen kann. Davon habe ich eins. Wieder mich verprügelt? Ja. Nein, natürlich nicht von dem Verprügeln, von dem Doppelfaustschlag. Wie soll er ihn das eigentlich treffen? Was erhofft er sich davon, in die Hände zu klatschen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann nicht in den Kopf eines Monsters gucken. Das war die Friese. Sag mal, ist das gerade dunkler geworden auf der Karte? Scheint so. Ich fange den mal, ne? Mach mal. Garangolm erjagt. Da kommt bestimmt noch eine Sequenz gleich. Davon würde ich ausgehen. Ja, Leute, aber ich verabschiede mich hier schon mal von euch. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß mit der wahrscheinlich folgenden Sequenz. ザート、ビモークラルティーム。